Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fallout Lore Video. Heute möchte ich mir mal den heimlichen Protagonisten aus Fallout anschauen, nämlich Dogmeat. Dass der noch kein eigenes Video bekommen hat. Besser gesagt, vielleicht die Dogmeats oder so. Denn Dogmeat oder die verschiedenen Dogmeats tauchen in jedem der Haupt-Fallout-Spiele von 1 bis 4 auf. Im ersten Teil ist Dogmeat ein Hund, der im Jahr 2161 in Chunktown lebt. Sein früherer Besitzer wurde vor circa einem Monat von der Gizmo-Bande getötet und seitdem terrorisiert er mit seinem wilden Verhalten die Einwohner von Chunktown. Der Bunkerbewohner, also der Protagonist aus Fallout 1, kann Dogmeat allerdings zähmen oder sich besser gesagt mit ihm anfreunden. Und fortan dient Dogmeat als Begleiter, der seinem neuen Herrchen nicht von der Seite weicht und ihm vor allem beschützt, was sich den beiden in den Weg stellt. Selbst vor Todeskrallen, Supermutanten oder anderen augenscheinlich übermächtigen Gegnern weicht Dogmeat nicht zurück. Nach all diesen Gefahren fiel Dogmeat allerdings tragischerweise einem Kraftfeld in der Mariposa Militärbasis zum Opfer. So kurz vor der Vollendung der Aufgabe des Bunkerbewohners und so kurz bevor sich dieser zur Ruhe setzte und das kleine Dörfchen Arroyo gründete, verstarb sein treuer Begleiter Dogmeat auf diese tragische Art und Weise. Allerdings ist das nicht der letzte Auftritt von Dogmeat, denn in Fallout 2 hat dieser seinen neuen Auftritt. Dort kann man ihn im Café der zerstörten Träume antreffen. Bei diesem Café der zerstörten Träume handelt es sich allerdings offensichtlich um ein Easter Egg. Man trifft dort Charaktere aus dem ersten Teil, die es nicht in den zweiten geschafft haben. Das Ganze macht chronologisch und kanonisch überhaupt keinen Sinn und man darf es nicht zu ernst nehmen. Das heißt, somit dürfte es sich auch bei dem Dogmeat, den man im Fallout 2 treffen kann und sogar als Begleiter mitnehmen kann, trotzdem nur um ein Easter Egg handeln. Aber wer weiß, ob dieser Dogmeat nicht vielleicht doch einen Platz in der Fallout-Lore hat. Möglicherweise handelt es sich ja wirklich um einen Nachfahren des Original-Dogmeats, der gemeinsam mit dem Nachfahren des Bunkerbewohners das Ödland erneut rettet. Das wäre doch schön. Allerdings leider reine Spekulation. Ich stelle mir so vor. Schließlich ist es so ähnlich in Fallout 3. Dort treffen wir tatsächlich einen Nachfahren des Original-Dogmeats, der auch hier als Dogmeat bezeichnet wird. Und ähnlich wie im ersten Teil wurde der Vorbesitzer von Dogmeat hier von Raidern getötet. Und der einsame Wanderer kann ihn als Begleiter für sich gewinnen. Und gemeinsam retten sie das Ödland vor den Machenschaften der Enklave. Der Perk Welpen unterstützt die Theorie, dass es sich bei allen Dogmeats um Vertreter derselben Familie handelt. Denn mit diesem Perk oder extra spawnen, sollte Dogmeat sterben, einfach neue Dogmeats. Welpen von Dogmeat, bereits ausgewachsen aus irgendeinem Grund, aber was auch immer, in der Nähe von Vault 101. In Fallout 3 kann Dogmeat nach Munition, Essen, Waffen und Medikamenten suchen und überraschenderweise sogar Safes und verschlossene Türen öffnen. Okay. Und schließlich gibt es da noch Dogmeat aus Fallout 4. Nun, hier haben wir es wirklich mit einem sehr seltsamen Dogmeat zu tun, denn es handelt sich um einen augenscheinlich reinrassigen deutschen Schäferhund. Und das in dieser postapokalyptischen Welt von Fallout 4. Das macht keinen Sinn. Und ich habe mich anfangs wirklich ein bisschen daran gestört, dass auf einmal so eine reinrassige Hunderasse daherkommt, wo doch alle Hunde eigentlich nur noch wolfartige, wenn nicht sogar schwer verstrahlte und mutierte Kreaturen sind. Doch dann bin ich auf eine Fantheorie gestoßen, die mir persönlich sehr gut gefällt. Deswegen werde ich in diesem Video einfach mit dieser Theorie fahren, ob sie nun wahr ist oder nicht. Denn eine sehr plausible Möglichkeit, wie sich in dieser zerstörten, postapokalyptischen, von Mutation unterwanderten Welt ein reinrassiger deutscher Schäferhund aufhalten kann, ist die Möglichkeit, dass dieser vielleicht gar nicht geboren, sondern eher erschaffen wurde. Möglicherweise handelt es sich um einen künstlich hergestellten, synthetischen Hund, nämlich aus dem Institut. Es gibt sogar einige andere Hinweise, die für diese Theorie sprechen würden, nicht nur das seltsame Erscheinungsbild dieses Dogmeats. Auch die Tatsache, dass Dogmeat den Lone Survivor letztendlich zu Kellogg führt und das alles ja perfekt in den Plan des Vaters passen würde. Oder dass er scheinbar auch an mancher Stelle die Geschicke von Nick Valentine und Preston Garvey beeinflusst hat. Sprechen dafür, dass es sich bei Dogmeat um eine Art Instrument des Instituts handelt, um gewisse wichtige Ereignisse im Ödland, im Commonwealth zu lenken.
Aber wie gesagt, das ist nur Theorie, aber eine Theorie, die mir persönlich sehr gut gefällt, auch wenn sie leider die Kette von möglichen Nachfahren des Original-Dogmeat unterbrechen würde. Man muss allerdings auch sagen, dass es einige Kleinigkeiten gibt, die deutlich gegen diese Theorie sprechen. Beispielsweise hebt Dogmeat witzigerweise die Pfote, sobald Arthur Maxon in seiner Rede am Anfang Ad Victoriam sagt. Was ein ziemlich witziges Easter Egg ist, aber keinen Sinn machen würde, wenn er in Wirklichkeit zum Institut gehört. Außerdem heult Dogmeat auf, wenn einer der wichtigen Personen in den Fraktionen stirbt. Ganz egal, zu welcher Fraktion diese gehören. Er empfindet also scheinbar Mitleid mit allen, nicht nur mit Mitgliedern des Instituts. Doch vielleicht hat er auch wie viele Synths so eine Art eigene Persönlichkeit entwickelt. Oder die Liebe zum Lone Survivor hat ihn konvertiert und von der synthetischen Hundepuppe in einen richtigen Hund verwandelt und ihm ein Herz wachsen lassen. Das finde ich gut. Okay, hier ist meine Variation, überhaupt nicht irgendwie auf Lore basierend, sondern einfach nur so, wie ich es gerne hätte. Das Institut hat das genetische Material des legendären Dogmeats aus dem ersten Teil und seine Nachfahren genutzt, um diesen synthetisch hergestellten Super-Dogmeat zu erschaffen, der quasi genetische Nachfahre vom ursprünglichen Dogmeat ist, aber eben ganz eigener Synth-Dogmeat. Das Institut hat ihn dann benutzt, um eben die Geschicke von Nick Valentine, Preston Garvey und auch dem Lone Survivor selbst zu lenken. Während der Zeit mit dem Lone Survivor hat Dogmeat allerdings seine eigene Identität, seine eigene Persönlichkeit entwickelt und ist gegen Ende des Spiels, so wie viele der anderen Synths, die wir kennenlernen, eigentlich quasi ein Befreiter, ein fliehender Synth, der vom Lone Survivor und seinen Freunden beschützt wird. Es sei denn, man entscheidet sich für den Institutweg, dann ist das vielleicht gar nicht notwendig. So, und das war sie, die Geschichte von Dogmeat. Sowohl die tatsächliche als auch die mögliche Geschichte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Eure Meinung zu Dogmeat schreibt mir bitte unbedingt in die Kommentare und eure Erfahrungen mit Dogmeat. Ist er euer Lieblingsbegleiter? Die Antwort kann hier eigentlich nur ja sein. Und wenn nicht, dann schreibt mir doch auch in die Kommentare, wen ihr cooler findet. Beziehungsweise vielleicht noch besser, welchen der Hundebegleiter findet ihr besser? Ist Rex eher euer Liebling? Oder eher K9 aus Fallout 2? Oder irgendein ganz anderer Hund vielleicht, an den ich jetzt nicht mal denke? Das und viel mehr dürft ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben. Es würde mich sehr interessieren. Like und abonnieren bitte nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.